Guten Morgen, Deutschland. Euch allen da draußen heute einen schönen ersten, hoffentlich richtig sonnigen Sonntag da draußen, liebe Leute. Genießt ihn, ich werde den ganzen Tag unterwegs sein. Von daher kann es sein, dass das Live heute Abend etwas später anfängt, möglicherweise ausfällt. Ich weiß es nicht, ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig, damit wir heute Abend um 19 Uhr auch pünktlich live gehen können. Und jetzt folgt das, was ihr normalerweise von mir kennt. Das Wort zum Sonntag, nur kommt es nicht von mir diesmal, denn ich habe heute Morgen einen großen deutschen Politiker gefunden. Der war auch nicht fehlerfrei, aber es tut mir leid, liebe Leute, wenn ich das sage. Den könnten wir gerade ein bisschen besser gebrauchen als das, was wir da momentan da oben an der Regierung haben. Und ich glaube, da wird mir der Großteil von euch zustimmen. Und deswegen sage ich einfach, lauscht seinen Worten und ich glaube, ihr werdet zustimmen. Euch allen einen schönen Sonntag und jetzt kommt der Helmut. Bitteschön. Ich glaube heute, dass für die Politiker in Deutschland auf Generationen der Zukunft hinaus die wichtigste Pflicht ist, den Grundsatz der Würde der einzelnen Person zur obersten Richtschnur zu machen. Wie es im Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht übrigens. Den Grundsatz der Freiheit der einzelnen Person. Und die Freiheit der Person so wenig als nur irgend möglich einzuschränken. Vor allen Dingen nicht die Freiheit der Person, die morgen erst Entscheidungen treffen wird. Oder die übermorgen erst Entscheidungen zu treffen hat oder die überübermorgen unter Entscheidungen zu leiden haben wird, die spätere treffen. So wenig wie möglich die Freiheiten anderer einzuengen. Natürlich muss einer wissen, wo er hin muss oder wo das Land hin soll oder die Stadt, wenn er Bürgermeister ist. Aber er darf alles nur schrittweise verändern, damit er die Fehler, die er macht, auch schrittweise im Vorwärtsgehen korrigieren kann. Große Würfe auf einmal. Das ist eine Sache für die Beethovens oder für die Goethes oder die Thomas Manns oder die Heinrich Manns, aber nicht für einen Politiker in der Demokratie.